So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um den Auspuff hier, um einen Hurrik. Dafür habe ich hier ein dB-Messgerät dabei. Da wollen wir jetzt gleich mal messen, wie viel der so im Stand bei den 5000 Umdrehungen, die angegeben sind, rausspuckt an Lautstärke. Und danach wollen wir dann noch einmal die Spitze messen. Dafür baue ich das jetzt mal auf und dann sehen wir uns gleich. So, das Gerät liegt jetzt hier ungefähr 1 Meter in etwa 45 Grad Winkel vom Motorrad bzw. vom Auspuff weg. Wir starten jetzt die Maschine einfach mal. Stellen dann mit der Choke über die Choke stellen wir dann etwa 5000 Umdrehungen ein. Ich weiß, das ist eigentlich nicht so bei der Polizeimessung. Wir wollen ja aber auch nur mal schauen, was da so rauskommt und keine konkrete offizielle Messung machen. So, wie ihr gesehen habt, hat das Gerät jetzt ungefähr 98 Dezibel angezeigt im Stand. Klar, ich glaube, normalerweise müsste das noch etwas erhöht sein, das Gerät, dann wird es wahrscheinlich noch einen Tacken lauter. Aber dafür, dass es 94 Dezibel eingetragen hat, ist es auf jeden Fall noch im Rahmen, hört sich aber auf jeden Fall noch was an. Jetzt starten wir einfach mal eine Maximalmessung und dann gebe ich Gas und dann schauen wir, auf wie viel wir da kommen. So, mal gucken, was das Gerät nun gemessen hat. Da sind wir bei Vollgas 120,9 Dezibel laut diesem Gerät. So, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Bis bald!